Die Notrufzentrale der Berliner Feuerwehr. Über 3000 Anrufe gehen hier jeden Tag ein. Notruf Berliner Feuerwehr. Was ist passiert? Wie kann ich Ihnen helfen? Können Sie mir das beschreiben, wie weit er sich jetzt anders verhält als sonst? Können Sie Ihren Mann bitten, dass er Sie mal anlächeln soll? Ist das Lächeln auf beiden Seiten des Mundes gleich? Auf der einen Seite lächelt er, auf der anderen Seite nicht, ja? Können Sie Ihren Mann bitten, dass er die Arme über den Kopf hält? Wurde nur ein Arm gehoben, ja? Okay. Können Sie ihn als letztes noch bitten, folgenden Satz auszusprechen? Morgenstund hat Gold im Mund. Ist nicht wirklich zu verstehen, ja? Nur eines dieser drei Zeichen genügt für einen Verdacht auf Schlaganfall. Es geht nach Vilmersdorf. 15 Millionen Menschen erleiden weltweit jedes Jahr einen Schlaganfall. Den Betroffenen muss schnell geholfen werden. Denn pro Minute sterben 2 Millionen Gehirnzellen ab. Mit katastrophalen Folgen. Schlaganfall ist einer der größten Killer und verantwortlich für zahllose Behinderte. Das Problem beim Schlaganfall ist, er ist lebensbedrohlich und schlägt ohne Vorwarnung zu. Wir wollen so schnell wie möglich sein, jede Minute zählt. Nancy, 1. Februar 2013, kurz nach 5 Uhr nachmittags. Die deutsche Studentin Susanne-Marie Grote ist zu Besuch bei einer französischen Freundin. Sie ahnt nicht, dass sich ihr Leben in diesem Moment für immer verändern wird. Auf einmal habe ich so einen extrem stechenden Schmerz gespürt in der Stirn, auf der linken Seite. Und musste die Augen extrem zusammenkneifen. Und als ich die Augen wieder aufgemacht habe, war auf einmal alles komplett anders. Also ich wusste in dem Moment nicht, was anders ist, aber ich wusste, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht. Also die Welt ist irgendwie gerade verschoben. Ich habe das dann versucht, meiner Freundin irgendwie mitzuteilen, dass ich gerade nicht weiß, was mit mir los ist, aber irgendwas stimmt nicht. Dann hat sie gemeint, okay, schnapp erstmal ein bisschen Luft, frische, komm erstmal ins Fenster und atme erstmal tief durch, vielleicht hilft es. Und dann bin ich aufgestanden und in dem Moment, wo ich aufgestanden bin, ist mir so schwindelig geworden. Und ja, dann habe ich halt wirklich erstmal ein bisschen frische Luft geschnappt. Es wurde aber nicht besser. Berlin. Nur wenige Minuten hat die Schlaganfallambulanz bis zum Einsatzort gebraucht. Im Team ein Neurologe, der auch Notarzt ist. Herr Elkner, guten Abend. Was ist passiert? Können Sie uns sagen, was passiert ist? Ich saß am Tisch und konnte mich auf einmal nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht mehr sprechen. Das war für mich eine ganz üble Situation. Mein Glück war, dass meine Frau in der Nähe war, sofort gesehen hat, da muss was ganz Fürchterliches passiert sein. Sie hat sofort gesehen, dass es ein Schlaganfall ist. Sie hat sofort die Feuerwehr angerufen. Können Sie für mich beide Arme so hochhalten? So halten beide Arme. Okay. Jetzt nochmal. So schön halten. Ein paar Sekunden so hochhalten. Okay, das geht nicht mehr mit der rechten Seite. Die Zeichen deuten auf einen schweren Schlaganfall hin. In 4 von 5 Fällen ist die Ursache ein Blutgerinnsel im Gehirn. Es verstopft die Adern. Ein Teil des Gehirns kann nicht mehr durchblutet werden. Die Folge? Die Hirnzellen erhalten keinen Sauerstoff und keine Nährstoffe mehr. Innerhalb von Minuten fangen sie an abzusterben.
Auch eine Hirnblutung kann einen Schlaganfall auslösen. Das bedeutet, eine Ader ist geplatzt. Blut strömt in das empfindliche Hirngewebe und zerstört es. Ist die Ursache eines Schlaganfalls ein Blutgerinnsel, haben die Mediziner ein Notfallmedikament. Es wird in die Blutbahn gespritzt und löst den Blutpfropfen auf. Das Blut strömt so ungehindert wieder in alle Hirnregionen. Doch das Medikament kann in manchen Fällen mehr schaden als nützen. Denn falls eine Hirnblutung den Schlaganfall ausgelöst hat, wird sie durch das Medikament noch verstärkt. Es könnte den Patienten dann sogar umbringen. Die Notärzte müssen also so schnell wie möglich wissen, was zum Schlaganfall geführt hat. Im Berliner Schlaganfallmobil durchleuchten sie dafür das Gehirn ihres Patienten. Eigentlich habe ich das überhaupt nicht mitgekriegt. War einfach eher vollkommen weggetreten. Es war eine ganz üble Situation für mich. Erst wenn sie eine Hirnblutung sicher ausschließen können, dürfen die Mediziner das Schlaganfallmedikament spritzen. Die Spezialambulanz ist eine Klinik auf Rädern. Der Prototyp des Stroke-Einsatzmobils STEMO kostet über 1 Million Euro. Per Funk werden die Gehirnscans zu einem spezialisierten Radiologen ins nahegelegene Klinikum übertragen. Guten Tag, Herr Dr. Fiebach, hier ist Michael Rosanski, Neurologe vom STEMO. Ich bin am Einsatzort. Wir haben CT gemacht, die Bilder sind geschickt worden. Okay, gut, jetzt müssen wir jetzt einen Moment warten, bis ich alle Bilder habe. Jochen Fiebach ist ein auf Schlaganfälle spezialisierter Röntgenarzt. Er sucht auf den Computertomografien nach Hinweisen auf eine Hirnblutung. Erst wenn er die sicher ausschließen kann, kann die Behandlung weitergehen. Nancy. Susanne-Marie Grote versteht immer noch nicht, was mit ihr los ist. Sie denkt an eine Migräne. Ihre Mutter leidet häufig darunter. Danach habe ich dann eben meine Mutter versucht anzurufen und habe versucht, mein Handy irgendwie zu bedienen. Habe aber dann gemerkt, ich verstehe auf einmal die Zeichen nicht mehr auf der Tastatur. Also das kommt mir vor, wie als ob ich da chinesische Schriftzeichen sehen würde oder so. Aber ja, nichts, was ich irgendwie kenne. Dann habe ich nochmal versucht, das meiner Freundin verständlich zu machen, dass ich gerade nicht telefonieren kann. Es geht nicht. Und dann hat sie die Nummer von meiner Mutter rausgesucht. Und ich habe dann meiner Mutter am Telefon versucht zu erklären, was mit mir passiert ist. Und meine Mutter hat im Prinzip sofort gesagt, du, das hört sich nicht gut an. Du musst unbedingt gleich einen Notarzt rufen. Erst eine Stunde nach den stechenden Kopfschmerzen wird Susanne-Marie ins Krankenhaus eingeliefert. In Berlin sind dagegen nur 45 Minuten seit den ersten Symptomen verstrichen. Mittlerweile ist klar, dass Uwe Egner keine Hirnblutung hat. Der Notarzt kann also das Schlaganfallmedikament Alte Plase spritzen. Dank der Hightech-Schlaganfallambulanz ist Uwe Egner in Rekordzeit versorgt. Schon auf der Fahrt zum Krankenhaus wirkt das Medikament und löst das Gerinnsel im Gehirn auf. Die mobile Notfallklinik ermöglicht dem Arzt, im Schnitt 25 Minuten früher als bisher mit der Therapie zu beginnen. Im nordfranzösischen Lens verfolgen Mediziner einen anderen Ansatz. Die Bevölkerungsdichte ist hier zu gering für eine teure Schlaganfallambulanz. Sie sind also in Valenciennes? 90 Kilometer von hier entfernt ist ein Notfallpatient in eine Rettungsstation nahe seines Wohnortes eingeliefert worden. Öffnen Sie Ihre Augen. Da vor Ihnen ist eine Kamera, mit der Sie einen Arzt ansieht. Den Arzt sehen Sie hier auf diesem Bildschirm. Okay, wissen Sie, welchen Wochentag wir heute haben? Okay, gut. Wie alt sind Sie? Okay. Heben Sie bitte Ihre beiden Arme nach vorne hoch. Sie schaffen das nicht? Okay. Machen Sie mal eine Grimasse. Strecken Sie mir die Zunge raus. Los, stärker. Okay, nicht schlecht.
Die Schlaganfallspezialisten können per Video auch weit entfernte Patienten schnell begutachten und behandeln. Per Telemedizin kann ein einziger Spezialist eine Region betreuen, in der rund 2 Millionen Menschen leben. Wir können so der gesamten Bevölkerung eine optimale Versorgung anbieten, selbst wenn der Schlaganfall nicht in der Nähe eines spezialisierten Zentrums passiert ist. Wir decken die Region mit Rettungsstationen ab. Dort werden die Patienten eingeliefert und können dann genauso schnell behandelt werden. Wir garantieren also an jedem Ort unserer Region eine gleichwertige medizinische Versorgung. Der Spezialist betreut auch die weitere Behandlung des Patienten per Video. Guten Tag, Sie haben mich gerufen. Könnten Sie den Monitorwagen an das Bett schieben, damit ich mit Ihrer Hilfe den Patienten untersuchen kann? Der Arzt auf dem Bildschirm ist in einem anderen Krankenhaus. Er wird Sie jetzt untersuchen. Dank Telemedizin können Spezialisten Patienten auch außerhalb der Großstädte betreuen. Sie entscheiden, welche Therapien und welche weiteren Untersuchungen eingeleitet werden müssen. Okay, sieht gut aus. Ich melde ihn beim CT an. Sobald ich ein Okay habe, können Sie ihn dorthin bringen. Nancy. 1 Stunde und 5 Minuten nach Symptombeginn. Suzanne Marie wird in der Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses untersucht. Heben Sie bitte Ihr rechtes Bein. Okay, gut. Jetzt bitte das linke Bein. Sehr gut. Suzanne Maries Symptome sind untypisch. Sie hat keine Sprachstörung, keine Lähmung, dafür aber starke Kopfschmerzen. Bei Uwe Egner in Berlin sind ebenfalls 1 Stunde und 5 Minuten seit dem Auftreten seiner Symptome vergangen. Er wird auf eine spezielle Schlaganfallstation gebracht, die Stroke Unit. Die ersten Erinnerungen habe ich eigentlich erst auf der Stroke Unit im Krankenhaus gehabt. Aber bis dahin kann ich eigentlich nicht vernünftig sagen, was gelaufen ist. Und das ist natürlich auch dieses merkwürdige, dieses üble Gefühl. Die meisten Patienten haben nicht das Glück von Uwe Egner und werden viel später versorgt. Oft ist sogar der genaue Zeitpunkt ihres Schlaganfalls nicht bekannt. Dann versuchen die Ärzte in Berlin mit Hirnscans herauszufinden, wann genau der Schlaganfall auftrat. Liegt er länger als 4,5 Stunden zurück, stehen die Chancen für eine Behandlung schlecht. Die kommen im Schlaganfall beim Erwachen oder die werden von einem Angehörigen aufgefunden, vor dem Bett liegend, im Badezimmer liegend, wie auch immer. Und keiner weiß so genau, ist der um 6 Uhr morgens aufgestanden oder um nachts um 3 dort umgefallen. Und wenn wir ein Bildwerkzeug haben, mit dem wir sagen können, gehört in die ersten 4,5 Stunden oder gehört da nicht rein, dann können wir mit dieser Hilfe entscheiden, wir trauen uns, den mit Alteplase in der Studie zu behandeln oder wir lassen das besser bleiben, um nicht den Patienten durch die Therapie zu gefährden. Denn Alteplase, das einzige verfügbare Medikament für den Schlaganfallnotfall, hat eine dunkle Seite. Wird es zu spät gegeben, schädigt es mehr, als es nutzt. Das Forschungszentrum Sisseron in der Normandie in Nordwestfrankreich. Hier entdeckten Forscher, warum die Alteplase schädliche Nebenwirkungen hat. Sie regt Nervenzellen im Gehirn übermäßig an. Da diese bei einem Schlaganfall aber geschwächt sind, kann das zu ihrem vorzeitigen Absterben führen. Seit über 10 Jahren erforscht Denis Vivien diesen unerwünschten Effekt der Alteplase. Um sie anschaulich zu erklären, vergleicht er Nervenzellen gerne mit Sportlern. Die Alteplase bindet sich an die Nervenzelle und befiehlt ihr, schneller zu arbeiten. Das ist, als ob man von einem Dauerläufer verlangen würde, schneller zu rennen. Er verbraucht dann mehr Sauerstoff und mehr Zucker, denn er braucht mehr Energie, da er ja schneller rennt. Bei einem Schlaganfall ist diese Energiezufuhr unterbrochen. Es gibt keine Glukose und keinen Sauerstoff mehr. Und dennoch soll die Nervenzelle mehr leisten. Das ist so, als ob man von unserem Dauerläufer verlangen würde, schneller zu laufen, aber ohne zusätzliche Energie. Es ist klar, dass er sehr schnell außer Atem geraten und schließlich sterben wird. Und genau das passiert der Nervenzelle bei einem Schlaganfall.
Das Forscherteam hat herausgefunden, dass die alte Blase an einen Rezeptor auf der Oberfläche der Nervenzellen andockt, um sie anzuregen. Um das zu verhindern, kam Vivien auf die Idee, einen Antikörper zu entwickeln, der diesen Rezeptor blockiert. Die alte Blase könnte dann nicht mehr an den Rezeptor andocken. Die Nervenzelle wird nicht überfordert und kann überleben. Um herauszufinden, ob diese Idee auch in der Praxis funktioniert, untersuchen die Forscher, wie einzelne Nervenzellen auf alte Blase reagieren. Einmal geben sie den Zellen nur alte Blase und dann, zum Vergleich, zusätzlich den Antikörper. Wir werden also einmal nur mit der alte Blase behandeln und einmal zusammen mit dem Antikörper. Die alte Blase allein aktiviert, wie zu erwarten, die Nervenzellen. Das ist die rötliche Färbung. Zusammen mit dem Antikörper sieht das Bild anders aus. Die Nervenzellen werden kaum angeregt. Die Laborergebnisse sind vielversprechend. Wir hoffen, dass das funktioniert. Das Interessante daran, wir kombinieren den Antikörper mit der alte Blase-Behandlung, die schon funktioniert. Wir verbessern also eine bewährte Methode, damit sie weniger Nebenwirkungen hat und mehr Patienten zugutekommen kann. Wir sind recht optimistisch. Der Optimismus ist begründet, denn auch im Tierversuch zeigt sich, die Kombination von alte Blase mit dem Antikörper verringert die Nebenwirkungen. Das testen die Forscher an Mäusen, die einen Schlaganfall haben. Wie menschliche Patienten auch, werden die Schlaganfallmäuse in einem Kernspintomographen untersucht. Dabei bestätigen sich die Ergebnisse aus dem Labor. Wenn die Maus nur mit alte Blase behandelt wird, ist die Schädigung in ihrem Gehirn groß. Das sind die hellen Bereiche. Wird zusätzlich der Antikörper gespritzt, ist der geschädigte Bereich deutlich kleiner. Die Forscher untersuchen auch, wie gut sich die Tiere von der Lähmung nach einem Schlaganfall wieder erholen. Auf einem Hightech-Laufsteg messen sie jeden Fußabdruck. Die Mäuse, denen der Antikörper gegeben wurde, schneiden besser ab. Auf der Schlaganfallstation des Uniklinikums Benjamin Franklin in Berlin wird Uwe Egner weiter überwacht. Die Ärzte müssen typischen Begleiterkrankungen eines Schlaganfalls wie Lungenentzündungen vorbeugen. Ansonsten können sie jetzt nur noch auf die Selbstheilungskräfte des Gehirns setzen. In der Uniklinik Nancy gehen die Ärzte immer noch davon aus, dass Susanne Marie Grote eine Migräne mit Sehstörung hat. Das würde die Symptome erklären, über die sie sich beklagt. Aber diese gehen nicht wieder zurück. Ein Rätsel. Selbst am Morgen nach der Einlieferung ist sie noch auf dem rechten Teil ihres Gesichtsfeldes blind. Der Gesichtsfeldausfall an sich, das wurde mir im Prinzip erst später klar, dass da wirklich ein Teil fehlt irgendwie. Später, wenn ich gefragt wurde von Freunden zum Beispiel, wie sich das anfühlt, habe ich das so beschrieben, als ob man kurz vorher in die Sonne geschaut hat und man eben so einen Punkt dann vor Augen sieht, so einen dunklen Punkt, so einen Lichtfleck. Und das aber komplett über die komplette rechte Seite ausgebreitet. Die Ärzte beschließen, einen Hirnscan zu machen. Für eine Schlaganfallbehandlung, also die Auflösung eines eventuellen Blutgerinnsels, wäre es jetzt aber schon viel zu spät. Das hätte in den ersten 4,5 Stunden passieren müssen. An der Uniklinik Lille forschen Mediziner an einer Methode, um wertvolle Zeit bei der Behandlung von Schlaganfällen zu gewinnen. Sie wollen das Gehirn in eine Art Kälteschlaf versetzen. Die Neurologin Charlotte Cordonnier leitet den französischen Teil einer europäischen Studie, die herausfinden soll, ob das funktioniert.
Das Prinzip ist bestechend einfach. Eine Gehirnzelle kann man sich wie eine Fabrik vorstellen. Sie braucht Rohstoffe und produziert dann Sachen. Wenn man diese Zelle abkühlt, braucht sie weniger Energie, um zu produzieren. Man könnte sagen, sie geht dann auf Standby. Bei Herz-Kreislauf-Stillstand wird die Kältebehandlung schon seit längerem erfolgreich angewandt. Ähnlich wie beim Schlaganfall ist auch das Gehirn dieses Notfallpatienten schlecht durchblutet. Wird es abgekühlt, trägt es weniger Folgeschäden davon. Bringt bitte die Kältedecken, um den Patienten abzukühlen. In der Uniklinik Lille setzen die Ärzte spezielle Kühlmatten ein, um die Körpertemperatur ihrer Patienten abzusenken. Sie werden um den Körper und die Gliedmaßen gelegt. Als Kühlmittel verwenden die Ärzte kaltes Wasser. Der Patient ist bereit, wir können die Kältebehandlung starten. Voilà. Die Körpertemperatur wird jetzt für 24 Stunden um 3 Grad gesenkt. Diese Therapie wird in der Studie an 1500 Schlaganfallpatienten getestet. Das größte Problem: Anders als Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand sind Schlaganfallpatienten bei Bewusstsein. Man muss die Gehirnfunktion kontinuierlich überwachen können. Also ob der Patient sprechen kann, ob er sich bewegen kann. Der Patient muss auf Fragen antworten können. Er muss also bei Bewusstsein bleiben. Das Problem ist, so zu frieren ist sehr unangenehm. Wir müssen daher Medikamente einsetzen, um diese Kälteempfindung erträglich zu machen. Das ist die größte Herausforderung. In Nancy ist mittlerweile Susanne Maries Freund aus Deutschland zu ihr gekommen. Die ganze lange Autofahrt über hat er sich Sorgen um sie gemacht. Ich habe sie gesehen und sie war halt ganz blass. Und man hat halt auch ihr den Schock angemerkt, weil sie nicht wusste, was mit ihr passiert ist. Es war erstmal positiv zu wissen, dass sie mich erkannt hat und auch meinen Namen noch wusste. Normalerweise ist sie ganz lebendig und lächelt sofort und da kam halt wenig Reaktion rüber. Also sie hat meinen Namen gesagt, aber ansonsten waren die Gesichtszüge sehr neutral geblieben. Dominik kann sich nicht erklären, warum es seiner Freundin so schlecht geht. Auch die Ärzte können den beiden nicht weiterhelfen. Sie konnte es ja auch mir nicht erklären, was ihr passiert ist. Das ist halt so eine Ungewissheit, die über einem schwebt die ganze Zeit. Das einzige Fixe war, dass wir dann wieder gehen konnten. Ja. Am Nachmittag nach ihrer Einlieferung verlässt Susanne Marie Grote das Krankenhaus, ohne dass die Ärzte den wahren Grund für ihre Symptome gefunden haben. Bei Uwe Egner in Berlin sind erst 8 Stunden seit seinem Schlaganfall vergangen. Die Ärzte untersuchen, ob die verstopfte Arterie im Gehirn wieder frei ist. Also hier sieht man in der Ultraschalluntersuchung das Blutgefäß im Gehirn, was von dem Schlaganfall betroffen war. Das heißt, das verstopft war, das Blut durch ein Blutgerinnsel. Und wenn man das jetzt hier misst mit dieser Ultraschallmethode, sieht man hier das Strömungsprofil in dem Gefäß. Das bedeutet ganz einfach, dass das wieder von Blut durchflossen ist, also dass das verstopfte Gefäß wieder durchgängig gemacht worden ist. Uwe Egners Therapie ist optimal verlaufen. Keine Minute wurde verloren. Das ist nicht der Normalfall. Er hat das große Glück gehabt, dass der Schlaganfall sofort erkannt worden ist, dass sofort eine Meldung an die mit dem Notruf an die Leitstelle erfolgt ist. Die Leitstelle hat das Demo, das Schlaganfallmobil, aktiviert. Es ist direkt vor Ort gekommen. Die Behandlung hat extrem früh begonnen, bereits ungefähr eine Dreiviertelstunde nach dem Beginn der ersten Symptome. Also ich muss jetzt schon ganz deutlich sagen, ohne das Demo und die Schnelligkeit wäre ich nicht so ins normale Erwerbsleben zurückgekehrt. Das hätte einfach nicht funktioniert, weil der Schlaganfall einfach zu heftig gewesen ist. Für mich ist es dann so eine Art, wie so eine Art zweiter Geburtstag.
Bisher ist alte Blase die Standardtherapie, um Gehirnarterien wieder zu öffnen. Aber das Medikament schlägt nur bei einem Drittel der Patienten an. Deshalb arbeiten Mediziner wie Emmanuel Houdard vom Krankenhaus Lariboisière in Paris schon lange an einer anderen Lösung. Sie wollen die verstopften Adern auf mechanischem Weg freimachen. Es gab bisher zwei Systeme. Eines funktionierte wie ein Flaschenöffner, der in das Gerinnsel gebohrt wird. Und genau wie mit einem Korkenzieher zieht man das Gerinnsel damit heraus. Ein zweites System wurde hier am Krankenhaus Lariboisière viel eingesetzt. Eine Art Mikrolasso, mit dessen Schlinge man das Gerinnsel aus der Arterie ziehen kann. Beide Systeme funktionieren aber nicht besonders gut. Die Mediziner setzen daher auf eine neue Methode. Ein Metallgeflecht wird in der verstopften Ader entfaltet. Emmanuel Houdard zeigt das Prinzip. Ein dünner Katheter wird über eine große Arterie von der Leiste bis ins Gehirn vorgeschoben. An der Stelle, an der das Blutgerinnsel die Ader verstopft, wird das Drahtgeflecht entfaltet. Das Gerinnsel bleibt in dem Netz hängen und kann herausgezogen werden. Um die Methode zu erproben, machen die Mediziner Studien. Der Zufall entscheidet, wer damit operiert wird und wer nicht. Das ist immer ein Gewissenskonflikt. Die Frage, ob man per Zufall entscheiden darf, welchen Patienten man behandelt und welchen nicht. Und das vor dem Hintergrund dieses extremen Notfalls mit potenziell schwersten Folgen. Das führte wöchentlich zu Debatten unter uns Kollegen. Was soll man bei diesem oder jenem Patienten machen? Und wie würde man entscheiden, wenn es jemand aus der eigenen Familie wäre? Jetzt belegen Studien zum ersten Mal, die neue Methode funktioniert. Aber nur bei großen Blutgerinnseln. Unter Röntgenüberwachung wird der Katheter ins Gehirn vorgeschoben. Die empfindlichen Adern dürfen nicht verletzt werden. Neben dem bewährten Medikament alte Blase muss diese aufwendige Methode jetzt ihren Platz in der Notfalltherapie finden. Eine Herausforderung für die Medizin. 24 Stunden nach Susanne-Marie Grotes Anfall packt sie mit ihrem Freund ihre Sachen. Sie will zur Erholung zu ihren Eltern nach Deutschland fahren. Hallo? Wie? Okay. D'accord, oui. Oui, je vais. Das Krankenhaus ist am Telefon und bittet sie, in die neurologische Abteilung zu kommen. Oui. Merci. Ja, der Arzt war sehr freundlich. Der hat versucht, mir das so schonend wie möglich beizubringen. Aber es war trotzdem natürlich in dem Moment, wo er die Worte ausgesprochen hat, Schlaganfall, war es ein Schock. Reaktion von ihr war natürlich, sie sind in Tränen ausgebrochen. Das ist ja auch ganz normal, wenn du sowas gesagt bekommst, da bricht eine Welt für dich zusammen. Ja. Die französischen Ärzte überweisen Susanne-Marie in ein Krankenhaus am Wohnort ihrer Eltern. Ihr fällt es schwer, die Diagnose zu akzeptieren. Für mich war Schlaganfall immer das, was ältere Leute bekommen. Aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass das auch Menschen in meinem Alter passieren kann. Und insofern habe ich mich auch vorher eigentlich nie mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt. Gerade mal hier an die Brust. Im Klinikum Aschaffenburg kommt Susanne-Marie auf die Schlaganfallstation. Jedes Jahr werden hier über 1000 Patienten versorgt. Die meisten sind über 60 Jahre alt. Aber manchmal trifft es auch jüngere Menschen, wie Susanne-Marie. Guten Tag, Frau Grote. Der Spezialist Rolf Schneider übernimmt ihren Fall. Und dann abends, als ich mit einer Freundin zusammen saß, auf einmal. Bei älteren Menschen rechnen wir Ärzte, insbesondere wir Ärzte, die wir ständig mit Schlaganfällen zu tun haben,
mit einem solchen Ereignis bei solchen Spezialfällen wie dem von Susanne Marie Grote geht man doch emotional noch ein ganzes Stück mehr mit, als das bei anderen Patienten vielleicht der Fall wäre. Die Hauptaufgabe ist jetzt, die Ursache für Susanne Maries Schlaganfall zu finden, um zu verhindern, dass er sich wiederholt. Die Ärzte checken alle bekannten Risikofaktoren ab. Der wichtigste Risikofaktor ist der hohe Blutdruck. Mit weitem Abstand. Wenn es gelänge, bei den Menschen, die hohen Blutdruck haben, diesen Blutdruck flächendeckend zu normalisieren, dann hätten wir einen dramatischen Abfall der Schlaganfallhäufigkeit. Der Blutdruck ist bei Susanne Marie völlig normal. Die Mediziner sehen sich eine zweite, sehr häufige Ursache für Schlaganfälle an: Probleme mit dem Herzen. Sie muss ein Langzeit-EKG machen. So soll festgestellt werden, ob ihr Herzrhythmus gestört ist. Ich fixiere das gerade noch ein bisschen, das soll ja dranbleiben. Für 24 Stunden, einfach, dass wir die ganze Zeit aufzeichnen können. Dann gibt es noch ein Täschchen. Das würde ich Ihnen jetzt gerade einfach um den Hals hängen. Sie können sich damit ganz normal bewegen, können rumlaufen. Okay. Auch beim Schlafen können Sie es ruhig mal nebendran legen. Mhm. Wichtig ist nur, dass die drei Elektroden eben dranbleiben. Super, perfekt. Gut, danke schön. Etwa ein Drittel aller Schlaganfälle geht auf einen gestörten Herzrhythmus zurück. Meistens fängt ein sogenannter Vorhof an zu flimmern und pumpt nicht mehr richtig. Es bilden sich Bereiche, in denen das Blut steht und verklumpt. Ein Gerinnsel kann dann in Richtung Gehirn wandern und einen Schlaganfall auslösen. Aber diese Spur führt bei Susanne Marie nicht weiter. Ihr Herz ist in bester Verfassung. Die Ärzte sehen sich ihre Halsschlagader mit einem Ultraschallgerät an. Hier bilden sich über Jahre hinweg Ablagerungen in den Blutgefäßen. Sie können sich losreißen und werden ins Gehirn gespült. Solche Ablagerungen sind typisch für Menschen mit Stoffwechselstörungen oder für ältere Menschen. Susanne Maries Adern sind aber in tadellosem Zustand. In weiteren Untersuchungen werden auch Gerinnungsstörungen ausgeschlossen, also eine Neigung des Blutes zu verklumpen und so Gerinnsel zu bilden. Es ist leider in 20-30% der Fälle so, man findet keine Ursache, obwohl man sich unendlich viel Mühe gibt, eine Ursache zu finden. Man muss wahrscheinlich akzeptieren, dass es Störungen bei den Gefäßen, aber auch bei der Blutgerinnung gibt, die nur passagier, also vorübergehend auftauchen, den Schaden setzen und dann später nicht mehr nachweisbar sind. Mir wurde dann halt auf der einen Seite gesagt, ja, freuen Sie sich, Sie sind gesund, Ihnen fehlt nichts. Es hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Aber es ist passiert. Susanne Marie beschließt, ihr Studium in Frankfurt am Main wieder aufzunehmen. Ich hatte vor, wieder langsam einzusteigen ins Studium. Ich habe mir in der Zeit wirklich noch keine Vorstellung davon gemacht, wie stark ich eigentlich eingeschränkt bin. Das erste Mal, wo ich wirklich wieder in Frankfurt unter so vielen Menschen war, und an der Universität sind wahnsinnig viele Studierende unterwegs. Und ich habe dann in den Veranstaltungen gemerkt, dass ich mich überhaupt gar nicht konzentrieren kann. Ich habe dann auch wirklich in den Veranstaltungen gemerkt, dass viele, was mich umgibt, also die vielen Leute, die alle durcheinander reden, der Lärmpegel, dann steht vorne jemand, der spricht, dem man auch zuhören muss. Und das war für mich sehr schwierig. Die Blindheit auf einer Seite ihres Gesichtsfelds macht Susanne Marie darüber hinaus zu schaffen. Zum Beispiel habe ich das vorher gar nicht richtig einschätzen können, wie sehr mich das stresst, wenn jetzt zum Beispiel auf meiner rechten Seite sich viele Leute aufhalten,
wo ich nicht weiß, in welche Richtung gehen die, kommen die vielleicht in meine Richtung, könnte ich vielleicht mit denen zusammenstoßen jetzt in dem Moment. Und die Konzentration ist dann so darauf fixiert, dass man im Prinzip keinen Platz mehr für irgendwas anderes hat. Ich habe dann wirklich nach 2 Wochen habe ich dann gesagt, nee, es geht nicht. Du musst jetzt wirklich die Notbremse ziehen und musst dein Studium nochmal an dem Punkt abbrechen. Dagegen geht es bei Uwe Egner schon am Tag seines Schlaganfalls aufwärts. Nachmittags macht er schon wieder erste Gehübungen. Und jetzt versuchen Sie mal aufzustehen, beide Hände da, und versuchen mal aufzustehen aus dem Stuhl. Hochzukommen mit Po. Po hochheben und aufs rechte Bein gut stellen und gerade machen. Schön gerade stehen, genau. Knie durchdrücken. Gut, jetzt versuchen Sie erstmal das linke Knie. Ja. Gewicht bleibt rechts. Das linke Knie nach vorne. Genau. Und jetzt versuchen Sie mal, das linke Bein anzuheben und abzustellen und hinterherkommen. Ja? Das Schöne war dann halt, dass ich am Ende des Tages dann schon leichte Gehversuche machen konnte. Und da hatte ich dann das Gefühl, jetzt geht's wieder weiter. Viele Schlaganfallpatienten kommen nicht so schnell wieder auf die Beine. Ihre Lähmungen sind dauerhaft. In Berlin-Kladow wird deshalb eine neue Therapiemethode erforscht, die sogenannte Spiegeltherapie. Ärzte wie Christian Dohle versuchen damit, die Bewegungsfähigkeit der Patienten wiederherzustellen. Und zwar machen wir heute mal was ganz anderes. Wir beschäftigen uns mal vor allem mit dem visuellen Bild der Hand. Okay. Und dann werden wir uns mal auf das Spiegelbild der gesunden Seite konzentrieren und werden mit dem Spiegelbild arbeiten. Herr Sommer, es ist jetzt wichtig bei der Spiegeltherapie, dass Sie die Hand die ganze Zeit beobachten, und zwar die Hand, die im Spiegel ist. Und es geht um die Zahlen heute, und Sie bringen die Finger mal in Position. Und zwar geht es los mit der 3. 1, 5, 4. Der Spiegel erzeugt für den Patienten die Illusion, dass er seine gelähmte Hand wieder bewegen kann. Das kann die geschädigten Hirnpartien dazu anregen, wieder die Kontrolle über die gelähmte Hand zu übernehmen. Herr Sommer, war es anstrengend? Nein. Und hat denn was gekribbelt bei Ihnen in der linken Hand? Die kribbelt die ganze Zeit. Eher vom Handgelenk aus in die Fingerspitzen? Ja. Genau. Sind tatsächlich bei der Spiegeltherapie ein gutes Zeichen? Durch die Spiegeltherapie können wir dem Gehirn jetzt wieder nahebringen, dass es diesen Arm gibt, dass der existiert. Und wenn es jetzt kribbelt, ist es eben ein gutes Zeichen. Es wurde lange Zeit so ein bisschen als Illusion und Zaubertrick abgetan. Und gerade aber in den letzten Jahren ist es wirklich auch wissenschaftlich untermauert worden. Wir können in Studien zeigen, dass die Spiegeltherapie wirkt. Und das hat ihr deutlich geholfen, jetzt auch wirklich akzeptiert zu werden und zum Einsatz zu kommen. Die Forscher wollen die Therapiemethode weiter verbessern. Sie erforschen daher, wie sich das Gehirn überlisten lässt. Den Spiegel ersetzen hier Kamera und Bildschirm. Also deine Aufgabe besteht jetzt darin, Daumen und Zeigefinger immer aufeinander auf und zu bewegen. Genau, super. Von Zeit zu Zeit wird deine Hand gespiegelt präsentiert. Nicht erschrecken, einfach die Aufgabe weiterführen, ne? Während des Versuchs zeichnen die Forscher die Hirnaktivität der Probandin auf. Wir können zeigen, dass das Gehirn sich wirklich überlisten lässt. Wir haben das zunächst gemacht an Normalpersonen, die gesund sind, haben aber jetzt auch das übertragen auf Schlaganfallpatienten. Und wir sehen sehr schön, dass es Schlaganfallpatienten gibt, bei denen die Illusion wirkt, bei anderen nicht so. Und die Idee wäre, mit diesen Techniken und diesen Verfahren schon bevor Therapiebeginn herauszufinden oder zu ergründen, ob diese Patienten von der Therapie profitieren können oder nicht. Das Ziel ist es, Therapien in Zukunft viel passgenauer anbieten zu können als bisher. So könnten Zeit und Energie von Patienten und Therapeuten effektiver genutzt werden. Uwe Egner hat sich schnell erholt. Nach einer Woche auf der Schlaganfallstation kam er in eine Reha-Klinik. Dort lernte er wieder zu sprechen und zu gehen. Ich konnte wirklich sagen, nach 2 Wochen Rückkehr aus der Reha
bin ich wieder zur Arbeit gegangen. Es war zunächst mal eine stufenweise Wiedereingliederung, die ging aber auch sehr schnell. Und dann war ich voll im Job. Und das ist halt das Tolle. Nur etwa jedem dritten Schlaganfallpatienten gelingt es, wieder voll in den Alltag zurückzukehren. Das möchte ich auf keinen Fall wieder erleben. Ich weiß halt eben auch nicht, ob ein zweiter Schlaganfall mit so viel Glück, wie ich es jetzt im letzten Mal hatte, noch mal so gut ginge. Aber als zweites, wenn ein Schlaganfall aufkommt, reagieren Sie bitte auch sofort. Rufen Sie sofort 112 an. Zögern Sie keinen Moment. Es geht um Minuten. Susanne Marie Grote hat immer noch mit den Spätfolgen ihres Schlaganfalls zu kämpfen. Nach 6 Monaten findet sie einen Therapieplatz in Saarbrücken. Wenn Sie sich bereit fühlen, fangen wir einfach an. Ich würde damit beginnen wollen, Ihnen Wortpaare vorzulesen. Ja. Ich werde diese Wortpaare langsam vorlesen. Einige Paare passen zusammen, andere wiederum nicht. Ja, sind Sie bereit? Ja. Gut, dann lese ich vor. Farbe, groß. Himmel, Wolken. Stadt, Zentrum. Susanne Marie soll sich die Wortpaare merken. So testet die Neuropsychologin ihr Wortgedächtnis. Himmel, Wolken. Farbe, groß. Bett, Weiter. Als nächstes testet die Wissenschaftlerin Susanne Maries visuelles Gedächtnis. Sie soll sich Formen merken und nachzeichnen. 7 verschiedene Aufgabengebiete muss Susanne Marie bearbeiten. 2 Stunden dauert der Test insgesamt. Als Neuropsychologen wissen wir, welche Gehirnstrukturen, welche Hirnleistungsfunktionen eigentlich übernehmen sollten. Ja? Und im Falle einer Schädigung können eben leider diese Funktionen beschädigt sein oder komplett ausfallen. Und um das wirklich zielgerichtet behandeln zu können, brauchen wir vorher eine genaue Untersuchung. Für die Patienten oftmals sehr aufschlussreich, aber eben auch äußerst anstrengend. Außerdem wird Susanne Maries Sehfeldstörung genau untersucht. So, dann kriegen Sie so eine Reaktionstaste in Ihre rechte Hand. Und dann müssen Sie noch ein bisschen näher den Kopf ran, die Stirn hier so dranlegen. So, und dann sehen Sie 4 rote Punkte in dieser Kugel. Die Aufgabe ist, Sie sollen drücken, sobald Sie da etwas aufleuchten oder verschwinden sehen. Ich fange jetzt mal an. Jetzt kommen überall in der Kugel Lichtpunkte. Sie schauen aber weiterhin zwischen die 4 roten Fixationspunkte. Und immer wenn Sie einen Lichtpunkt irgendwo sehen, drücken Sie die Taste. Wichtig ist, nicht wegschauen von den roten Punkten. Okay. Geht los. Auf der rechten Seite erkennt Susanne Marie die Leuchtpunkte nicht. An dieser Stelle erscheint dann ein schwarzer Punkt auf der Darstellung ihres Sehfeldes. Dort ist sie blind. Da eine spontane Besserung des Gesichtsfeldausfalles nur in den ersten 3 bis 6 Monaten und auch nur bei einem Teil der Patienten und auch nur zu einem kleinen Grad stattfindet, ist es wichtig, dass die Patienten durch entsprechende Therapien lernen, diese Beeinträchtigungen, also diese Handicaps, auszugleichen. Susanne Marie muss lernen, ihren blinden Bereich zu erfassen. Dafür soll sie schnelle Augenbewegungen einsetzen. Sie soll möglichst große und schnelle Blickbewegungen, also Arkaden, zu dem weißen Punkt machen. Genau, möglichst auf direktem Weg. Als Erfolgskontrolle zeigt sie mit dem Laserpointer auf den Punkt, den sie finden soll. Diese Augenbewegungen soll sie automatisch einsetzen, auch im Alltag. Zum Beispiel, wenn sie sich durch eine Stadt bewegt. Auch da muss sie Objekte auf ihrer blinden rechten Seite erkennen. Berggipfel und Gabel. Super. Tasse und Textmarker. Prima. Keiner von Ihnen würde das Frau Grote anmerken, wenn sie nicht wüssten, welche Störung sie hat. Ja? Das ist auch das, was die Patienten eigentlich möchten. Die möchten nicht auffallen.
Ja, die möchten nicht mit so einer Drei-Punkte-Binde im Alltag rumlaufen, sondern die wollen, wie jeder andere von uns auch, am alltäglichen Leben wieder teilnehmen. Zum Abschluss der Gesichtsfeldtherapie trainiert Georg Kerkhoff mit seiner Patientin eine alltägliche Situation. Susanne Marie soll den Bus in Richtung Hauptbahnhof finden. Er möchte wissen, wie sicher sich Susanne Marie wieder bewegen kann. Sie sollten ein bisschen darauf achten, dass Sie nicht mit Personen zusammenstoßen, links und rechts explorieren. Ich denke, wir sollten dann auch die Straße überqueren, okay, zu schauen, ob da der richtige Bus ist. Vorsicht. Okay. Sie überqueren jetzt die Straße. Sie schauen mal hier auf dieser Tafel der Übersicht, welcher Bus fährt eigentlich zum Hauptbahnhof? Zum Hauptbahnhof. Genau, Hauptbahnhof Saarbrücken. Also das wäre dann der hier, die 112. Okay. Also mir hat es für den Alltag auf jeden Fall wahnsinnig viel gebracht, das Gesichtsfeldtraining. Also natürlich gibt es noch Situationen, wo ich irgendwo gegenstoße. Das passiert. Das passiert ja auch so mal. aber wesentlich weniger als früher. Und ja, ich fühle mich wesentlich wohler, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Durch die Therapie in Saarbrücken hat Susanne Marie gelernt, mit ihren Defiziten umzugehen. Sie nimmt einen zweiten Anlauf an der Uni. Also mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich wieder sehr gut zurechtkomme mit der Lernsituation, mit dem Stress, was das Studium vielleicht auch mit sich bringt. Auch wenn ich mich an der Uni aufhalte, die vielen Leute, dass mich das nicht mehr so sehr stresst und ablenkt wie am Anfang. Für Susanne Marie steht wieder ihr Studentenleben im Vordergrund und nicht mehr ihr Schlaganfall. Aber viele Patienten haben nicht dieses Glück. Sie erleiden so große Hirnschäden, dass ihnen konventionelle Therapien nicht helfen können. Sie hoffen auf völlig neuartige Behandlungsmethoden, wie sie in Südengland entwickelt werden. Bei minus 196 Grad Celsius lagern hier neuronale Stammzellen in flüssigem Stickstoff. Aus ihnen können neue Hirnzellen entstehen. Seit über 10 Jahren arbeiten die Forscher an dieser revolutionären Therapie. Die Stammzellen sollen ins Gehirn von Schlaganfallpatienten gespritzt werden und dort dafür sorgen, dass sich das Hirngewebe wieder regeneriert. Hallo, wie vermehren sich die Zellen heute? Es geht ihnen richtig gut. In Tierversuchen konnte eine positive Wirkung der neuronalen Stammzelltherapie gezeigt werden. Sie regt das Nachwachsen der geschädigten Hirnzellen an. Wie das genau funktioniert, versteht man noch nicht in allen Details. Wir vermuten, dass sich einige dieser Zellen in das Gehirn integrieren. Aber wir denken nicht, dass sie beschädigte Hirnzellen eins zu eins ersetzen. Es ist eher so, dass diese Zellen die Selbstheilungskräfte des Gehirns anregen. Gut ist auch unter dem Sicherheitsaspekt, dass sie dort nicht allzu lange überleben. Denn das bedeutet, dass sie sich nicht unkontrolliert weiter vermehren. Denn das ist die größte Sorge der Neurowissenschaftler. Könnten die neuronalen Stammzellen im Gehirn außer Kontrolle geraten und Tumore bilden? In Tierversuchen war das bisher nicht der Fall. An der Universität Glasgow wird jetzt weltweit zum ersten Mal getestet, wie wirksam diese neuartige Schlaganfalltherapie ist. Die Ärzte spritzen Patienten neuronale Stammzellen ins Gehirn. Die Studie leitet Keith Muir. Zunächst wollte er herausfinden, ob starke Nebenwirkungen auftreten. You always have to have Es ist ein Wagnis, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt muss man sich fragen,
Haben wir genug aus Tierversuchen gelernt, um die Therapie am Menschen zu testen? Ich denke, für Stammzellentherapien hat niemand eine klare Antwort. Man muss also genau abwägen, bevor man den Schritt wagt. Vor seinem Schlaganfall war Frank Marsh ein passionierter Klavierspieler. Er ist einer der ersten 11 Teilnehmer der Stammzellstudie und glaubt sogar, positive Effekte festgestellt zu haben. Du hast Beweglichkeit gewonnen. Davor konntest du gar nichts mit der Hand machen. Und jetzt kannst du sie ein bisschen bewegen. Ja, aber das Problem ist, ich kann sie nicht richtig kontrollieren. Klavierspielen geht auf jeden Fall nicht. Bisher sind in der Studie keine negativen Nebenwirkungen aufgetreten. Bevor sich aber zeigt, ob diese Therapie wirklich bei vielen Patienten wirkt, werden noch etliche Jahre vergehen. Susanne Marie hat nach 1,5 Jahren gelernt, mit den Folgen ihres Schlaganfalls zu leben. Es ist schlimm, dass es passiert ist und es ist ein Einschnitt in meinem Leben, ganz klar. Aber ich hatte ja wirklich noch Glück im Unglück. Und so wie es im Moment ist, kann ich sagen, ja, damit kann ich leben. Und ich kann eigentlich positiv auch in die Zukunft schauen.